So, Wochenrückblick heute wieder, gell? Was hat denn das CS-Team so gemacht? 1AP, Ryzen. Sind ja 4-0 gestartet. Wie viel haben wir denn gespielt? 2-0 verloren? 10 Runden geholt? Oh. Hallo. Mal ein anderes Intro versuchen, ne? Willkommen zum Wochenrückblick. Wie ihr eben unschwer erkennen konntet, wir haben verloren. 2-2 die Woche gegangen. 2-0 Frackstar, 0-2 Nightian Damage. Ich denke, gegen Snowguard kann man das nachvollziehen. Ist für mich ein Div 1 Playoffs-Lineup, was auch gegen Kumana hätte gewinnen können. Naja. Wir haben verloren auf jeden Fall. Ja, ansonsten Counter-Strike diese Woche, also heute 20 Uhr gegen Skimmaron. Und am Sonntag dann gegen DeftFox. Zwei sehr, sehr wichtige Games für die Playoffs und für die Rele. Ansonsten Counter-Strike nichts Neues. Valorant auch nichts Neues, die Jungs sind da Bracken. League of Legends suchen wir Spieler. Könnt euch gerne melden, wenn ihr D1 Master seid, bei Anti-Hero. Ansonsten Fortnite auch nichts Neues. Rainbow Six, Dachliga immer noch ungeschlagen. Fire League läuft nicht ganz so gut, aber die Jungs sind weiterhin motiviert und dementsprechend sind wir es auch. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Ja, das war's schon wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Beim Wochenrückblick. Mal schauen, was für ein Intro dann kommt. Vielleicht bashe ich dann Valorant-Team. Weiß ich noch nicht. Aber ansonsten haltet die Ohren steif. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.